So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Supporter-Update im Januar. Das mache ich ja immer Anfang des Monats, um einfach nochmal Danke zu sagen und auch über irgendwelche Veränderungen zu reden. Und die gibt es, beziehungsweise wird es wahrscheinlich bald geben. Da komme ich gleich zu. Da geht es um ein Sponsoring-Angebot, das an mich herangetragen wurde, wo ich auch gerne eure Meinung zu hätte, was ihr darüber so denkt. Aber zunächst mal möchte ich Danke sagen an allen, die mich speziell, also die mich halt generell schon länger unterstützen, aber auch eben im letzten Monat unterstützen. Und bevor ich da auf die Details eingehe. Erstmal auch ein großes, großes Dankeschön an alle, die meine Partnerlinks benutzt haben. Bisher habe ich ja nur Partnerlinks von Amazon in meinen Beschreibungen unten drin. Und wenn man da draufklickt und dann wird man ja meistens auf die Seite zu dem Spiel geleitet bei Amazon, kann das da kaufen. Und wenn man das da kauft, bekomme ich eine Provision von 3-10%, je nachdem, welchen Artikel man da kauft. Bei Spielen sind es, glaube ich, meistens 3%. Das ist nicht viel in sich, das sind teilweise bei manchen Spielen nur so 50 Cent oder 10 Cent, aber man muss nicht nur den Artikel kaufen, der da verlinkt wurde. Ihr könnt auch, wenn ihr eure nächste Waschmaschine bei Amazon kauft, klickt auf den Link, dann geht ihr nicht auf das Spiel, sondern geht irgendwie zu der Waschmaschine oder dem Fernseher oder was weiß ich, einem Rasierer oder auch irgendwelche Zahnbürstenköpfe für Oral-B-Köpfe oder so. Vollkommen egal, was ihr da kauft, es geht bei allem, dann zahlt ihr den ganz normalen Preis und ich bekomme eine kleine Provision dafür. Und wie gesagt, das summiert sich also Tag für Tag über den ganzen Monat. Also im Dezember gab das am Partnerlink mehr Geld, als es hier an YouTube über Werbeeinnahmen gab. Und das steigt im Dezember schon eigentlich immer ganz krass an. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, da jeden Abend reinzugucken und zu sehen, okay, das nutzen Leute. Ich weiß eben natürlich immer nicht, ob ich habe noch so einen anderen Kanal, wo ich ganz viele Dinge rezensiere, die auch natürlich viel von Leuten gesucht werden, die noch gerne mal auf den Link klicken, ob das einfach darüber so quasi passiv geschehen ist oder ob das viele von euch auch aktiv nutzen und um mich damit eben gezielt zu unterstützen. Wenn ihr das tut, dann vielen Dank, das hilft wirklich echt ungemein, das ist wirklich für euch im Prinzip ganz einfach, weil wenn ihr eh da bestellt, dann tut das, wenn ihr mögt, halt gerne über diesen Link, dann zahlt ihr nicht ein Pfennig mehr, aber könnt eben dafür sorgen, dass der Kanal hier richtig gut unterstützt wird und ich halt noch das alles ein bisschen besser machen kann. Und ich habe auch noch ein neues Sponsoring-Angebot bzw. Affiliate-Angebot von Spieleoffensive. Die haben gesagt, hey, wir haben auch so ein Partnerprogramm, wir würden das auch gerne bei dir mit einbinden und dementsprechend werde ich jetzt in Zukunft bei allen neuen Videos, die ich online stelle, unten einmal ein Partnerlink von Amazon reinmachen, darüber aber auch den von Spieleoffensive. Ihr könnt dann im Prinzip selber gucken, wo wollt ihr bestellen, wo ist es billiger, wo habe ich bessere Erfahrungen mit. Vielleicht möchtet ihr nicht bei Amazon bestellen aus irgendwelchen Gründen, dann könnt ihr eben bei Spieleoffensive bestellen, wobei es da eben wie gesagt nur Spiele gibt. Bei Amazon ist es so, egal was ihr da kauft, solange ihr es in den Warenkorb packt und innerhalb der nächsten 90 Tage, glaube ich, oder 30 Tage, irgendwas in dem Dreh, dann auch wirklich bestellt und bezahlt, dann bekomme ich da eine Provision für. Und ähnlich wird es bei Spieleoffensive auch sein. Da gibt es, glaube ich, so 5% pro Spielekauf. Sprich, wenn ihr eh da kauft und ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf die Links und dann tut ihr das, ohne dafür nur einen Pfennig auszugeben. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die mir, wie gesagt, sehr hilft. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil das ist kein Einkommen, mit dem man rechnen kann. Das pendelt sich so ein bisschen ein. Man merkt, okay, im Dezember geht's hoch, zum Sommer hin geht's ein bisschen runter. Darum auch nochmal Danke an alle, die mich bei Patreon unterstützen. Im Vergleich zum November war das im Dezember vom Anstieg her eher ein bisschen gering, aber es ist klar, ich meine, im Dezember hat man ganz viel um die Ohren, man gibt ganz viel Geld für andere Dinge aus und trotzdem danke an Thomas, der seinen Beitrag von 2 auf 5 Dollar mehr als verdoppelt hat und an Floppy, der halt auch neu dabei ist mit 2 Dollar im Monat und an alle, die mich eh schon länger unterstützen. Wie gesagt, das Go, das ich da ausgegeben habe, wo ich sage, ich mache die Rezension oder das Let's Play-Video, wo ich ein paar Runden von Twilight Imperium zeige, das wollte ich, wie gesagt, Dezember immer eine schlechte Zeit dafür. Jetzt Anfang Januar ist auch sehr voll bei mir, aber ich hoffe, dass ich so Mitte bis Ende des Monats dahin komme, das zu machen. Und darum, wie gesagt, wenn ihr könnt und mögt und den Kanal unterstützen wollt, ihr gerne meine Videos guckt, ihr vielleicht auch den Livestream-Kanal gerne verfolgt und eben das auch alles ein bisschen besser und schöner und toller haben wollt, dann würde es mir auf jeden Fall auch sehr, sehr helfen, wenn da halt noch vielleicht so ein, zwei Leute mehr sagen, hey, ich gebe 1 Dollar, 2 Dollar, 5 Dollar im Monat, dass ich halt auch meine Hardware bald mal aufrüsten kann, wie gesagt, räumlich dafür sorgen kann, dass ich ein bisschen mehr Platz habe, mehr Kameras aufstellen kann, bessere Videos machen kann, mir eben auch die Zeit dafür nehmen kann, weil auch gerade bei irgendwelchen Best-of-Listen oder so, da gab es natürlich auch einen langen Kommentar, wie man gesagt hat, hey, wäre cool, wenn du immer noch irgendwelche Spielszenen einblenden würdest oder Untertitel machen würdest, was das für ein Spiel ist oder. Das ist alles von der Theorie her machbar, aber es kostet alles Zeit, gerade so bei solchen Spielszenen einblenden. Ich mache halt dieses Video, erzähle ein bisschen was dazu, dann muss ich halt immer die Bilder runterladen, die einfügen, wenn ich doch die Videos, Videosequenzen reinfügen will, muss ich auch da wieder die ganzen Sachen
Sachen habe ich halt auch nicht alle gespeichert, die sind meistens bei YouTube, weil Festplattenplatz ist auch begrenzt. Das heißt, da muss ich die auch wieder raussuchen, runterladen, dann das raussuchen, was da reinpasst, das da einfügen, gucken, ob ich einen Zeitraffer mache oder die einzelnen Sachen da rein mache. Das kostet halt leider alles Zeit, deswegen mache ich das nicht so oft, weil das also würde man dann teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden an so einem Video sitzen und also man muss das ja auch gucken, ne? Zeit ist Geld, sagt man ja immer. Und das ist einfach momentan noch nicht drin. Aber natürlich, wenn immer mehr Leute sagen bei Patreon, hey, wir unterstützen dich und das eben so eine regelmäßige Basis bekommt, dass ich wirklich fest damit planen kann, dann werde ich auch mir die Zeit dafür nehmen können, das zu machen und vielleicht auch so einen Workflow entwickeln können, um oder vielleicht auch irgendwie mal einen Kurs zu machen, so wie bearbeite ich Videos noch besser, damit das eben funktioniert und die Videos noch besser werden. Wie gesagt, ich mache das leider alles komplett allein. Wenn ich mir die Arbeit damit jemandem teilen würde, dann würde das auch alles ein bisschen im besseren Rahmen funktionieren. Aber da bin ich, wie gesagt, sehr auf eure Unterstützung angewiesen, weil nur durch die Werbeeinnahmen von YouTube trägt sich das leider noch nicht alleine. Ich hoffe, dass das irgendwann mal in diese Richtung geht, aber aktuell noch nicht. Und dahin wirklich ein großes, großes Dankeschön an alle, die das in irgendeiner Art und Weise unterstützen, weil das ist schon so, dass ich dadurch mir eben wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Auch gerade, wenn ich bei meinem Nebenjob gefragt werde, hey, willst du noch irgendwie arbeiten? Weiß ich jetzt, okay, da kommt eben ein bisschen Geld rein, da muss ich nicht unbedingt da immer hin, sondern kann mir dann eben Zeit hier für die Videos für euch nehmen, auch fürs Livestreaming und da eben neue Sachen zeigen. Und das ist super toll. Und ich habe eben auch jetzt Ende des Jahres 2016 ein Angebot von Spieleoffensive bekommen, dass die gesagt haben, hey, wir würden dich gerne unterstützen mit einem bestimmten Betrag im Jahr, der ist jetzt nicht so riesengroß, das ist auch nicht mal dreistellig pro Monat, aber das ist halt schon ein bisschen Geld, das man halt zusätzlich bekommen könnte. Und alles, was wir dafür wollen, ist im Prinzip nur, dass am Anfang des Videos immer kurz eingeblendet wird, irgendwie unterstützt oder präsentiert von, oder ich glaube, unterstützt irgendwie so aus der Art, von spieleoffensive.de und eben am Ende auch nochmal im Nachspann, dass da einfach so kurz die sich so, mir so ein Videoding schicken, dass ich da ein- und ausblenden kann und das ist alles. Und ich finde, dass es, also ich habe da halt auch schon gesagt, ich kann das nicht sofort annehmen, ich muss erstmal drüber nachdenken, gucken, wie das alles läuft, noch was die Leute dazu sagen, ob es da irgendwelche Probleme geben könnte, aber ich sehe da im Prinzip keins, weil das ist halt ein Spieleladen, die haben auch gesagt, wie gesagt, wir wollen nur dieses Logo haben und dann läuft das, mehr nicht, keine sonstigen Vorgaben, gar nichts, aber es ist halt ein Spieleladen, ne? Denen ist vollkommen egal, wie ich die Spiele rezensiere, wenn ich halt bestimmte Spiele gut bewerte, dann verkaufen die davon mehr, bei anderen Spielen verkaufen sie weniger von, das ist denen egal, die wollen ja nur Aufmerksamkeit haben, dass die Leute, die meine Videos sehen, ich habe ja nun doch eine relativ große Reichweite auf YouTube im deutschen Bereich, dass die sehen, ah, Spieloffensive kenne ich gar nicht, klicke ich mal drauf und gucken sich das dann an. Und dadurch eben mehr Einnahmen generieren und sich dadurch eben dieses Sponsoring wieder deckt. Und daher, das, so Tom Wese, der wird ja auch von Good Games irgendwas supported, schon seit 6, 7, 8 Jahren und ja, also ich sehe da prinzipiell kein Problem und werde das dementsprechend, denke ich, auch bald mal in Angriff nehmen und sagen, hey, würde ich gerne machen. Aber wie gesagt, gerne eure Meinung dazu, wenn ihr da irgendwie ein Feedback zu habt, dann ja, immer her damit, würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber ich denke, ich werde das vielleicht mal so erstmal auf viertel- oder halbjährlicher Basis machen und wie gesagt, diese Partnerlinks eh unten drin haben. Und ja, also wie gesagt, da danke an Thomas und Floppy. Auch an Felix habe ich auch schon in einem Gezockt-Video schon von erzählt. Der hat mir halt auch ja, Betrag zukommen lassen, einfach per PayPal-Sponsoring, weil er gesagt hat, hey, finde ich voll cool, will ich unterstützen. Hier so als einmalige große Aufmerksamkeit. Auch super gut, dass es auch gleich auf das Sparkonto gekommen, wo ich mir halt neue Ausrüstung verkaufen möchte. Und ja, wie gesagt, das, noch, wie gesagt, an alle, die mich in irgendeiner Art und Weise im letzten Jahr unterstützt haben, sei es eben durch Patreon, sei es durch Amazon Partnerlinks oder durch solche einmaligen Spenden oder eben auch wirklich nur durchs regelmäßige Gucken und vielleicht auch Teilen und so, auch hier nochmal ein großes Danke. Ich werde das auf jeden Fall auch weitermachen, mich da jeden Monat bei allen Leuten, die neu dazukommen, auch nochmal in so einem extra Video bedanken und auch nochmal über irgendwelche News erzählen. Zum Beispiel habe ich ja dieses Steady gemacht. Steady ist ja so was Ähnliches wie Patreon, nur eben auf deutscher Basis. Da kann man sich immer auch mit Bankeinzug anmelden, braucht nicht eine Kreditkarte oder PayPal dazu. Aber das läuft irgendwie noch nicht. Entweder ist da kein Vertrauen oder ihr nehmt das noch nicht so wahr oder wollt ihr das lieber bei Patreon machen. Ist natürlich, ja, also wenn ihr es über Patreon macht, ist das für mich im Prinzip genauso in Ordnung. Aber wie gesagt, für Leute, die sagen, das ist doof, Kreditkarte und so habe ich nicht, würde das lieber von meinem Konto bei Bankeinzug machen, da gäbe es eben noch Steady als Möglichkeit. Muss ich mal gucken in den nächsten 2-3 Monaten, ob das noch irgendwelche Leute nutzen. Sonst fliegt das vielleicht auch bald wieder raus. Aber würde mich natürlich freuen, wenn es da eben auch eine deutsche Plattform gibt, die sowas eben ermöglicht. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, niemanden vergessen. Wie gesagt, diese Partnerlinks, das ist echt eine super einfache Sache. Darüber eben Dinge bestellen und kaufen und dann, wie gesagt, einfach eine Provision, das ist echt wirklich
einfach und unkompliziert einem zu helfen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man geht nicht schon auf die Amazon-Seite, bestellt da irgendwas, aber vielleicht denkt ihr doch entweder dran oder speichert den Link irgendwie als Bookmark, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich cool und ja. Das war's für heute von mir. Ich danke, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr meinen Kanal so gut, so oft und regelmäßig guckt. Und wir sind jetzt auch relativ dicht dran an den 5000 Abonnenten. Wenn das so bleibt, dann werden die im Januar noch erreicht. Mal gucken, ob die Abozahlen jetzt runtergehen, wie das ja oft nach Weihnachten ist, oder ob das dann sich doch einpendelt und die vielleicht doch schon erreicht. Wenn nicht, wahrscheinlich spätestens im Februar. Und da muss ich nochmal gucken, was ich da jetzt spezial mache. Ich habe da schon was im Kopf, da muss ich gucken, ob das klappt. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich schon demnächst in einem anderen, meiner Rezensionsempfehlungs, was auch immer, Videos wieder. Und ja, vielen Dank, bis bald und tschüss.